Hallo liebe Tabletop-Freunde. Ja, heute gibt es mal wieder was Neues. Nicht von mir, sondern von Marcel. Denn auch er ist ja Teil unserer Normandie-Kampagne. Und da gibt es etliche neue Fortschritte. Er hat bei seinen Deutschen echt viel geschafft. Auch bei den Briten ist er dran. Aber ich will euch gar nicht viel erzählen. Guckt euch einfach an. Hier kommt das Video von Marcel. Viel Spaß. So, nun auch von mir mal was Neues zu unserem Normandie-Projekt, das ich ja zusammen mit Flo mache. Hier seht ihr meine fertige deutsche Armee dafür. Ich habe jetzt lange nichts mehr gemacht dazu oder euch hier gezeigt. Ich wollte erst die Armee soweit fertig haben und nun ist soweit. Ich fange einfach mal an, wenn kurz zu erzählen, was ich hier so alles rumstehen habe. Ich werde sie wahrscheinlich nicht so, wie sie da steht, komplett spielen können. Dafür sind es zu viel für 1000 Punkte. Wir haben hier vorne einen First Lieutenant bzw. Second Lieutenant, je nachdem wie viele Punkte ich halt noch übrig habe oder brauche. Daneben haben wir ein Sniper Team, hier haben wir ein Panzer Schreck Team, hier hinten haben wir ein MMG Team der Deutschen, hier vorne ein Medium Mortar. Hinten dran haben wir eine heulende Kuh, da muss man einfach schauen, ob die irgendwo reinpasst oder ob ich die Punkte technisch reinkriege. Ich wollte sie einfach mal ausprobieren. Dann von den Fahrzeugen her haben wir ein Panzer 3, ein Opel Blitz und ein Halbkettenfahrzeug, ein STKFZ. Einfach zwei Transporter, die ich dann für meine wahrscheinlich Veteraneneinheit nutze, um sie zu transportieren. So, dann machen wir hier drüben weiter. Hier haben wir ein 7-Mann reguläres Grenadierteam mit einfach einem LMG. SMGs sind glaube ich noch mit drin, genau. Dann habe ich hier noch ein zweites reguläres Grenadierteam mit auch einer LMG, einer Assault Rifle und sonst normalen Rifle. Beziehungsweise glaube ich noch einem SMG, der mit der Panzerfaust. Dann hier hinten haben wir einmal Fallschirmjäger-Deutsche in 6-Mann-Team. Hier mit zwei LMGs drin, damit wir einfach ein bisschen Feuerkraft aufs Spielfeld bringen, und zwei Assault Rifle. Hier drüben haben wir nochmal 6-Mann Fallschirmjäger mit einem LMG. Und als letztes habe ich hier noch ein Team von 5-Mann Pioniere mit einem Flammenwerfer. Ich habe den jetzt einfach mal reingepackt, finde den ganz cool. Mal schauen, wie er funktioniert. Habe ich noch nie ausprobiert. Wird mal interessant zu sehen, ob der dauerhaft dann in der Armee drin bleibt. Genau, soweit zu meinen Deutschen für unser Normandie-Projekt mit Florian zusammen. Aber natürlich habe ich auch, dabei ist es leider nicht geblieben. Ich habe mir noch was anderes geholt, das zeige ich euch einfach gleich. So, und als Gegengewicht zur Florians Luftwaffe habe ich mir die britische Airborne nochmal geholt. Hier die neue Starterbox damit. Ja, ich finde die Briten generell ganz cool. Ich habe ja schon aus Afrika die Desert Rats von den Briten und wollte jetzt auch noch was für den westeuropäischen Schauplatz einfach machen, beziehungsweise den europäischen Schauplatz. Und dann fand ich, haben sich diese britische Airborne angeboten. Und ihr seht, es ist noch ganz am Anfang. Ich habe noch nicht gestartet damit. Ich habe jetzt erstmal die Deutschen noch fertig gemacht und werde, denke ich, in nächster Zeit dann immer mal wieder ein bisschen was davon machen. Bis dahin, wir hören uns. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Marcel ist fleißig dran. Es wird immer mehr. Wir gucken mal, wann wir das erste Spiel schaffen mit unserer Normandie-Kampagne. Vielleicht auch nur ein kleines mit 300, 400 Punkten. Ein bisschen Infanteriegeplänkel, vielleicht zwei Trupps in meinen Fallschirmjägern gegen eine deutsche Patrouille. Mal gucken, was uns da so einfällt. Ich hatte auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wie ihr wisst, immer Daumen nach oben, freut mich riesig. Ein Abo, das sehen wir da, das ist natürlich noch viel mehr. Ansonsten euch noch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Flo.